zwischen Halle 18, da wo die Vodafone ist, und Halle 16, da wo wir mit Intel sind, ist richtig die Halle 17. Und auf der Halle 17 sehen wir unter anderem Lenovo. Lenovo hat hier einen richtig großen Stand. Nicht nur Lenovo an sich, sondern natürlich auch mit Medion. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, aber Medion gehört mittlerweile zu Lenovo. Und das glaube ich nicht erst seit gestern. Was sehen wir generell hier? Und das zeige ich euch jetzt mal ein bisschen. Natürlich, wir hatten ja auch schon entsprechend viele von Lenovo bei uns im Stream gehabt. Ihr habt hier die entsprechenden Yoga 2s mit 11 Inch und so weiter am Start. Schöne Geräte. Und guck mal hier, da sehe ich doch ganz gerade, dass das genau das Gerät ist, was ich brauche. 1080p, Yoga 2, das am liebsten dann bitte noch in schwarz. Da muss ich aber mal mit Lenovo reden, dass ich da ganz gerne jetzt endlich mal so eins mit einem 1080p-Screen hätte. Ich glaube, ich habe sogar heute noch mal jemanden von Lenovo im Streamer, mindestens zwei. Und dann darf er sich ein bisschen was anhören, weil mein Ideapad FS ist ja jetzt auch schon so ein bisschen gebogen. Und da es ja unser Sponsor ist, brauche ich auch nicht dazu sagen, dass ich das natürlich andauernd... Ich bekomme von Lenovo jedes Jahr einfach ein entsprechendes neues Laptop. Und danach hören sie sich dann übrigens ganz gerne an, wie das mit mir überlebt hat, damit sie so ungefähr abschätzen können, in wie viele Menschenjahre das denn mit Otto Normal-User überleben würde. Komm, wir gehen mal einfach hier weiter rum. Hier, das ist übrigens das Gerät, was, was Stuart jetzt einsetzt. Das ist Yoga 2 Pro. Das hat ein QHD Plus Display, 3200x1800. Ziemlich abgefahren. Aber für mich wäre genau das hier das Richtige. Nur brauche ich ein bisschen mehr RAM. Da sind nur 4 GB drin. Ich bin dann so ein 8 GB RAM-Verschlinger. Noch mehrere Yogas. Hier habt ihr eine ganze Sektion mit All-in-Ones. Und dann natürlich, was ganz schwer ankommt und wo Lenovo auch entsprechende Reputation hat, beziehungsweise wir haben es ja auch von euch erlebt, was ihr uns für ein Feedback im Chat gebt, die ThinkPads. Ich zeige euch mal ganz kurz das Gerät, was letztes Jahr auf der IFA vorgestellt wurde. Das war dann das erste ThinkPad Yoga. Also, das klassische ThinkPad-Design in Anführungsstrichen, aber mit der Funktionalität des Yogas. Das heißt, ihr habt natürlich hier auch dieses Doppelscharnier drin, ne? Da könnt ihr das sehen. Also richtig schönes Gerät. Ich muss übrigens sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber ich bin noch nie klargekommen auf diese Pinöppel hier, diese roten. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich habe es mal versucht. Insbesondere, es gab ja mal früher ThinkPads, da hast du überhaupt kein Trackpad gehabt, sondern nur diesen Pinöppel. Bin ich bekloppt geworden. Es gibt aber ganz viele Leute da draußen, die lieben das und die schwören da drauf und die wollen kein Trackpad, die wollen halt nur diesen... Jetzt hätte ich was gesagt, da hätte ich wahrscheinlich wieder einen Aufschrei provoziert. Was ich an der Kiste mag, ist einfach richtig top verarbeitet. Das sind einfach echt so richtig schicke Business Notebooks. Lass noch weiter drum herum gehen. Da haben wir so ein paar ThinkVision-Anwendungen. Natürlich auch ThinkCenter, kleine Set-Top-Boxen von Lenovo. Worauf laufen die eigentlich mittlerweile? Die kriegst du, glaube ich, auch inzwischen schon mit Core Ice und so weiter. Da ist ein Core i7 drin. Der wird natürlich dann nicht wirklich lüfterlos gekühlt werden. Das dürfte interessant werden, wenn wir die Core-M-Generation sehen. Dann haben wir einfach solche Kisten, die noch dünner sein werden und die komplett lüfterlos entsprechend gekühlt werden kann. Das ist ganz schön. Es ist ein 27-Incher Touchscreen und ich glaube, das sieht mir ganz schwer nach Air-Hockey aus. So, machen wir nochmal. Jetzt mal gucken, wie das geht. Da, 1-0 sofort. Also könnt ihr hier auf dem Multi-Touchscreen Air-Hockey spielen. Auch das haben wir, glaube ich, zum ersten Mal im letzten Jahr von der IFA gesehen. Mal gucken, wie das jetzt wieder weitergeht. Generell braucht man hier wohl zwei Leute, die das spielen. Ein bisschen... Ja, pass auf, jetzt hau ich meinen rein. So, das ging. Mal weiter gucken. Hier sind noch ein paar All-in-Ones. Hier auch noch diverse Notebooks. Mittlerweile kriegt ihr die ja auch hier, ne? Bis 15-Incher, 16-Incher, 17-Incher. Neben den ganzen Ideapads und neben den Yogas bietet Lenovo natürlich auch diverse, ja, klassische Notebooks an, würde ich mal sagen. Was wir hier auch noch haben auf der Seite ist entsprechend die Yoga-Tablets. Übrigens, das ist das Yoga-Tablet 8. Das Ding war
das erste Tablet, was wir hatten im Test, was bei uns 10 von 10 Punkten in Bezug auf Akkulaufzeit bekommen hat. Die Kiste jetzt hier, ich glaube 16 Stunden mittlerweile. Hier wird noch 18 Stunden dran geschrieben. Ich glaube, das hatten wir nur beim 10-Incher gehabt. Da gibt es auch eine neue Variante von, und zwar das 10 HD Plus, das jetzt auch eine 1080p Auflösung hat. Und das wird hier übrigens gerade schon gezeigt. Und wie gesagt, da auch wieder so 18 Stunden Akkulaufzeit, sensationell. Was haben wir hier noch am Start? Guck mal hier, wir gehen mal hier zu den Convertibles rüber. Intel hat ja die Two-in-Ones im letzten Jahr im Sommer auf der Computex vorgestellt. Und im Grunde genommen wahrscheinlich dann auch zusammen mit Microsoft einfach mal so ein bisschen gezeigt, was kann ich denn mit Windows 8 heutzutage machen? Wie kann ich die verschiedenen Nutzungsszenarien zusammenbringen? Einmal ein Tablet zu haben und am anderen Mal ein entsprechendes Desktop-Gerät. Und hier könnt ihr zum Beispiel auch sehen, dass Lenovo Chromebooks macht. Was ich übrigens bei dem Chromebook finde, darf ich euch das mal ganz kurz zeigen. Ich weiß, ich springe jetzt ganz schön von Microsoft wieder rüber nach Chrome OS, nach dem Chromebook. Guckt euch mal bitte diese Tastatur an. Das dürfte wohl so ziemlich die beste Tastatur sein, die in der Chromebook-Welt unterwegs ist. Da ist ein Pentium drin, Quad-Core. Und ja, wer kostengünstige Alternativen zu Windows oder macOS oder wie auch immer sucht, kann sich vielleicht mal Chromebook anschauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile sind Windows-Geräte so günstig geworden. Das sage ich jetzt nicht, weil Microsoft an unserer Sponsoren ist. Ich habe ja auch 3 oder 4 Chromebooks, sondern ganz einfach, weil ich mir denke, mein Gott, ich kann ja immer noch einen Chrome-Browser nachinstallieren. Aber wenn ich schon ein volles Windows habe und kriege das ja auch für 199 Euro, warum dann nicht? Hier haben wir die Flex 2, das sind auch die größeren mit entsprechender, ja, fast Yoga-Mechanismus. Das heißt, sie nutzen jetzt hier nicht das Doppelscharnier, sondern das ist ein einfaches. Das heißt, ihr könnt das jetzt hier noch in so einem Display-Modus reinpacken. Aber ansonsten, bei den Yogas, die könnt ihr ja komplett rumklappen. Und das, also ich bin mir ganz sicher, dass ich, Moment mal, ich weiß nicht, ob Lenovo sich das hat patentieren lassen, weil ich habe mittlerweile auch schon andere Hersteller gesehen, die das auch nachmachen. Ich bin ganz gerne immer beim Original mit dabei. Wir haben noch ein paar Tablets hier am Start. Und vor allen Dingen haben wir da drüben noch, komm, wir gehen nochmal nach da drüben rüber. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen chaotisch. Haben wir das neue Tablet, das 8er müsste hier sein. Guck mal ganz kurz hier rüber. Übrigens den Kollegen hier zu meiner Seite, den habe ich mal, das letzte Mal habe ich ihn, glaube ich, auf der Computex gesehen und davor. Ja, kommt aus Japan. Habe ich ihn beim SSD Summit von Samsung in Korea mal getroffen. Da musste er lustig Karaoke singen. Es war ein Riesenspaß. Hier ist das neue Tablet, Lenovo Tab S8. Was habt ihr hier dabei? Hier ist ein Bay Trail T eingebaut. Das heißt, 64-Bit Quad-Core von Intel. Ist eine 1920x1200er Auflösung. Richtig geiles Display. Und das Ding gibt es in den verschiedensten Farben, wie ihr sehen könnt. Sollte auch relativ zeitnah dann schon verfügbar sein. Das war ein Eindruck vom Lenovo-Stand. Um das ganze Ding aber einfach abzurunden, würde ich einfach sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg rüber in unsere Halle. Dann seht ihr ganz einfach auch noch ein bisschen mehr hier, wie das auf der IFA aussieht. Hier zu meiner Linken ist gerade noch Western Digital. Western Digital mittlerweile auch Connected Cloud Drives am Start. Was heißt mittlerweile? Nicht erst seit gestern. Da könnt ihr euch entsprechend auch drüber informieren. Und ich glaube, dass sie auch noch das eine oder andere, die machen auch Software-Technik mittlerweile eine ganze Menge. Das ist nicht nur mal ein klassischer Storage-Anbieter, sondern das ist dann auch jemand, die entsprechende Software und Frontends und so weiter dann auch designen. Kommen wir gerne mal hier vorbei. So, und dann sind wir auch gleich schon wieder fast in der Halle 16 drin, meine ich. Nein, wir müssen noch, ich glaube, wir müssen die Treppe noch runter. So, da geradeaus durch. Wir können auch hier durchgehen. Dann seht ihr einfach ein bisschen was. Pass mal auf, ganz kurz, das ist die 11.2. Das machen wir jetzt noch. Ich nehme euch jetzt nochmal mit eben kurz nach LG vorbei, weil den Stand müsst ihr ganz einfach sehen. LG fährt richtig, richtig böse auf hier wieder.
Und zwar haben wir von LG hier so eine Band, eine Wand mit 4K OLED-TVs. Komm, wir gehen mal hier rüber. Zum einen seht ihr natürlich jetzt hier die ganzen Pictures für die G-Watch R, aber jetzt guckt nicht nur, dass die repräsentativ und gut gekleideten jungen Damen natürlich auch ganz schick davor aussehen, aber ihr seht jetzt hier dieses ganze große von 1, 2, 3, insgesamt 5 Stück sind das, 5 77-Incher, OLED, gebogen, 4K, ganz, ganz, ganz großes Kino. Ich glaube wahrscheinlich, das ist der Gegenpreis eines gut ausgestatteten Eigenheimes, was da gerade an die Wand gepackt wurde. Hier habt ihr dann auch noch die diversen, was ich übrigens auch mag, IPS-Displays, mittlerweile auf einer Diagonale hochgeschossen, die sensationell ist. Man munkelt, dass die auch nicht ganz so günstig sind. Dafür bekommt ihr aber dann auch eine entsprechende Bildqualität. Komm, weiter geht's. Wir starten mal durch. Ich habe es euch ja schon ein paar Mal gesagt, wir haben ja gestern den UC von LG bei uns im Stream gehabt. Und die hat uns dann auch ein bisschen was über den Stand erzählt und ich habe ja immer wieder gesagt, kommt vorbei, Halle 11.2, also in der Halle 11, der zweite Stock, da habt ihr entsprechend LG. Das Ding ist extrem abgefahren. Das solltet ihr euch auch ebenfalls dann anschauen, Ultra Scale Sound Experience. Man steigt da so ein bisschen rein und wie die das gemacht haben mit den Lautsprechern, das können dann euch auch die Mitarbeiter vor Ort erklären, aber es ist sehr, sehr abgefahren. Wir gehen mal weiter durch. Ich weiß, jetzt seht ihr, wie voll auch so ein Stand sein kann. Ne? Und insbesondere natürlich, nachdem LG mit den diversen Ankündigungen hier auch für ordentlich Hallihallo-Hallöle gesorgt hat, sprich die User schmeißen sich hier voll rein. Guck mal, was wir hier durchkommen. Mach mal ein bisschen Platz. So, hier ist das dann entsprechend für die Pressevertreter und so weiter. Hier, das ist übrigens eine 4K Ultra HD Darstellung mit einer entsprechenden 3D-Brille. Na, könnt ihr euch anschauen, wie sowas dann einfach anguckt, wie sowas anfühlt, wie sowas aussieht. Mit 3D und mit 4K und an einer Wand mit 1, 2, 3, 12 Displays insgesamt. Last but not least, da schießen wir jetzt noch eben hin, da kommt das große Display, zum einen natürlich für die neuen Smartphones von LG, ihr könnt das G3 und so weiter hier ausprobieren, aber auch die neuen Einstiegsgeräte, wir haben ja gestern dieses, wie heißt das, Fino? Das Fino, 129 Euro mit einem Snapdragon 400 Design im Grunde genommen, wie wir das vom G3 gewohnt sind. Und das ist ja das große Display hier in der Mitte, wo ihr euch die G-Watch Rs angucken könnt. Ne? Und alles so entsprechend schön aufgebaut ist. Aber last but not least, da gehen wir jetzt noch einmal rum. Ihr habt natürlich auch die ganze Home-Appliance-Geschichte. Das Connected Home spielt bei LG natürlich auch eine nicht unbedeutende Rolle. Das heißt, ihr habt hier eine ganze Menge ziemlich abgefahrener Kühlschränke. Ne, hier könnt ihr das zum Beispiel sehen. Entsprechend sind leiser, verbrauchen weniger Strom und sind zum Teil auch noch entsprechend connected. Hier, ich finde, das wäre ja so eher einer für mich, wo du dann so die diversen Eiswürfel rausmachen kannst. Aber ich frage mich, was soll ich da alles reinpacken? Da kann ich ja fast drin wohnen bei mir und kann endlich die Klimaanlage sein lassen. Das war es dann eigentlich mit dem LG-Stand. Kommt vorbei bis einschließlich 10. September. Könnt ihr euch den ganzen Spaß noch anschauen. Wir gehen jetzt wieder zurück bei uns ins Studio in der Halle 16. Kommt vorbei auf dem Intel-Stand und da machen wir weiter im Programm.